Der Car Mechanic Simulator ist für 19,99 Euro für eure Quest verfügbar und in diesem Video bekommt ihr meinen ersten Eindruck zu dieser App. Interessiert euch für die besten Games auf eurer Quest, dann schaut doch mal in diese Playlist, da stelle ich euch die Top 20 des Community Votings der deutschen VR Community vor. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zum Car Mechanic Simulator. So, und da haben wir den Car Mechanic Simulator auf der Quest und wir sind hier schon in so einer Art Garage. Das Ganze kommt zu sommerlichen Temperaturen raus. Ich habe hier oben bestimmt 30 Grad und legt mal einen schönen Schwarzfilter drüber, damit ihr die Schweißränder nicht sehen könnt. Okay. Musik am Start. Guck mal kurz in die Einstellung, ganz kurz Spieleinstellung. German, erweiterte Felgen und Reifengröße. Zurück. Zurück. Also keine großen Einstellungen. VR-Einstellungen haben wir noch. Willkommen bei Car Simulator. Spielmodus stehend. Bodenversatz ist okay so. Mit X können wir uns ducken. Okay. Smooth Rotation. Freie Bewegung, Einstellung gespeichert. Okay, da könnt ihr dann halt die Feuereinstellung machen. Jetzt haben wir ein neues Spiel. Trage deinen Profilnamen ein. Das ist hier aber ungewöhnlich gelöst. Komm. Fällt. Okay. Macht er jetzt? Okay. Also ich denke, also das Ganze stelle ich mir so ein bisschen vor wie der Job Simulator, aber nur in der Garage mit ein bisschen mehr Simulationstiefe. Aber schauen wir mal. Ich stelle ein starkes Kantenflimmern fest. Die Garage sieht echt grauenhaft aus. Okay. Laser, wie immer. Was können wir hier mit dem Laser, können wir Sachen, aus der Entfernung so. Warte mal, wie geht das denn? Ach, guck mal, dann können wir die so antriggern, dann fliegen die einmal hoch, wenn wir die da aus der Masse rausheben wollen. Das ist gar nicht so ein Hochhebwerkzeug. Ja, was können wir denn jetzt hier machen? In dieser wundervollen und schönen Garage. Okay, da können wir den Laser benutzen. Um eine Option auf dem Bildschirm zu akzeptieren, richte den Laser darauf. Ja, okay, alles da. Das heißt Laser an, aus. Drücke A auf dem rechten Knopf und das Tablet. Ah, da haben wir das Tablet. Okay, Inventar, Garagenplätze, Telefon, Webbrowser, Werkbank. Okay. Den können wir so zur Seite nehmen, alles klar. Wenn der Text zu klein ist, halte das Gerät mit beiden Händen und zoome. Ach guck mal, so können wir unser Tablet dann vergrößern. Das ist ja schön. Auf dem Tablet werden viele wichtige Informationen angezeigt. Der Assistent führt dich gleich durch die Einrichtungsprozesse des VR-Headsets. Haben wir doch schon gemacht. Probiere aus und besser eine. Willkommen im Tutorial. Okay. Wir sollen jetzt einmal telefonieren. Die Knöpfe sind hier übrigens auf dem Tablet anders als da. Da ist Telefon rechts. Das sind auch Knöpfe, die wir hier noch gar nicht haben. So, was können wir denn? Erlaubter Ersatzteilzustand. Was kann man hier aber auch schalten? Selbst in der Stufe, also wenn wir es so groß haben, können wir es noch größer zoomen. Ich guck mal, noch größer geht gar nicht. Aber trotzdem sind manche Schriften hier schwer zu lesen. Lackierung. Vor anderthalb Jahren habe ich meinem Sohn dieses Fahrzeug gekauft. Leider hat er sich nur um das Tanken gekümmert, sonst um nichts. Bitte einmal eine Durchsicht machen, den Ölstand und natürlich auch die Reifen überprüfen. So, das heißt, wir nehmen jetzt hier mal unseren ersten Auftrag an. Ach, Karre steht jetzt einfach da. Was müssen wir jetzt machen? Frontbumper. Da müssen wir mit dem Laser hier auf den Frontbumper. Ach, den können wir dann greifen. Und was muss ich jetzt machen? Fahrzeug bewegen. Montage von Karosserieteilen. Was sagt er uns da? Das ist blöd, dass wir jetzt mal da hingehen müssen. Wir können hier gar nicht lesen.
Das war so ein rotes Symbol. Ah, okay, dann müsst ihr triggern unten. Erste Hebebühne. Okay, wir stellen ihn jetzt auf die Hebebühne. So funktioniert es. Okay. Was sagt uns jetzt das Tutorial? Weiter. Der Wagen ist auf der Hebebühne. Wir müssen jetzt, wo sind jetzt hier die Controls? Hier. Ab. So, Wagen wird hochgehoben. Weiter hoch. Ja, so ist gut. Nehmen wir mal zurück. Jetzt müssen wir was machen. Zur Werkbank. Ah, und dann die Reifen abmachen. Alles klar. Noch nie beim eigenen Auto gemacht, weißt du, aber schön hier. Jetzt wird das Auto ausgeblendet, dass man nur noch die Mechanik sieht. Okay. Ah, weiter. So, was machen wir jetzt mit den Reifen? Die bringen wir da hinten zur Werkbank. Ja, machen wir mal. Und dann ziehen wir die mal von der Felge ab. Ach komm, macht er automatisch. Okay, haben wir gemacht. Kommt als nächstes. Es ist halt dumm, dass man hier immer zu dem einen Bildschirm laufen muss. Wäre schöner, wenn man dann mehrere hat. Haben wir gemacht. Ja, welche müssen wir denn da kaufen? 4 neue Reifen. Okay. Und so, wir gehen jetzt dann hier mal in den Laden. Wo war der denn jetzt? Telefon, VR, Tutorial, Anmerkung, Inventar. Ja, hier können wir auch Sachen bestellen, aber welche Reifen müssen wir denn haben? Geh nochmal zurück und warte, bis er da oben soweit ist. Ich mach nochmal, hier kommen wir zurück und jetzt starten nochmal neu. Okay. www, okay. Hammer. www. Und dann müssen wir da oben auf die Seite gehen. Warum geht denn hier andauernd zurück? Ne, nicht Felgen, wir brauchen Reifen. Reifen. Hat der, glaube ich, die hier? Racing-Reifen? Warum geht der denn hier immer wieder zurück, Mensch? Classic Top Speed. Reifen Classic. Und der geht hier immer wieder zurück, wenn du einmal hochguckst. Boah, ist das beschissen gemacht. So, Menge 4 Stück. Hier. Jetzt ist er hier schon wieder zurückgegangen. Ich möchte doch. Da steht irgendwas mit Standardreifen. Hier gibt es diese Standardreifen gar nicht. Nämlich hier die Standardreifen Classic. So. Ich weiß auch nicht, wie viel Millimeter Breite. Woher weiß ich das denn? 4 Reifen habe ich. Hier auf 55. Okay, dann kaufen.
Das habe ich jetzt gekauft. Cool. So, und jetzt, genau, jetzt müssen die in unserem Inventar sein. Nein, nicht verkaufen. Auspacken. Wo sind sie? Da sind sie. Jetzt müsste ich die da drüber klatschen können. Gucken wir uns das hier nochmal eben im Tutorial. Also die Steuerung hier auch mit weiter und so, das ist alles nicht so top. Wenn ich jetzt die falschen Reifen gekauft habe, habe ich auch keinen Bock mehr. Nimm mal einen Reifen. Komm schon, bitte pass. So, was müssen wir denn da machen? Okay, das muss uns schon so angezeigt werden, sonst sind es wahrscheinlich die falschen Reifen. So, komm, machen wir nochmal von ganz vorne. So, wir gehen jetzt hier mit daran. Genau, da zeigt uns da jetzt den Punkt an. Jetzt komme ich mit diesen Reifen ran. Guck mal, dafür zeigt uns das auch gar nicht an. Wo sehe ich denn jetzt hier, was das für eine Felge ist, was das für eine Weite ist? Woher weiß ich denn jetzt, was ich hier für Reifen kaufen muss? Wer verrät uns das? So, nochmal in den Reifenladen. Reifen Classic Top Speed. Reifen Classic habe ich geholt. Er scrollt hier auch einfach durch. Radierungen, Reifen Allwetter. ...205. So. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtigen geholt. Inventar. Auspacken. Ich hätte erstmal einholen können. Ich gebe es zu. Die stapeln sich hier schön. Wäre schön, wenn die jetzt passen würden. Ist doch nicht wahr. Kriegen wir da irgendwie was im Auftrag oder so? Warte mal, wo ist denn unser Auftrag? Hier, Telefon. Keine weiteren Aufträge, aber unser aktueller Auftrag, mehr. Tutorial, Garagenplätze, Inventar, Webbrowser, Werkbank, Anmerkung. Anmerkung wäre jetzt mal schön zu wissen, was da für beknackte Reifen draufkommen. 205er Breite. Die habe ich doch gekauft. Die habe ich hundertprozentig jetzt gerade gekauft, das sind die. Die hier. Ah, jetzt, ja, jetzt macht das, keine Ahnung. Aber ich habe doch gerade nichts anders gemacht. Eieiei. Eieiei. Okay, na komm. Wir kämpfen uns durch. Also wenn einem schon sowas im Real Life keinen Spaß macht, dann ist man bei dem Spiel hier einfach hoffnungslos verloren. So, der löst schon mal. Holen wir schon mal die andere Felge. So, drauf damit. Das ist schon ein neuer. Nicht zu verwechseln, packe ich schon mal hier hin. Da ist schon drauf. Der ist neu. So, hier muss noch runter. Und das ist hier ein alter, schmörkeliger Reifen. Glaube ich.
Sieht ziemlich fertig aus, aber optisch kann man auch die alten von den neuen nicht unterscheiden, ne? Mal gucken. War das jetzt gerade noch ein neuer? Jetzt geht's wieder nicht. Doch, jetzt wieder. Alter. Okay, na komm. Hier haben wir noch einen neuen, dann kann er hier schon mal runterziehen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ist das da hinten der neue? Lass mal hier aber auch nicht. Kann man hier irgendwie rennen oder so? Bevor ich Nörgel erstmal ausprobiere? Nö, man kann ja nicht rennen. So, hoffentlich ist das jetzt der neue. Ja. So, dann haben wir das. Und dann können wir uns jetzt schon mal angucken, was wir als nächstes machen können. Ich glaube, das Gerät ist dann dran. Hammer. Boah, so war mir Schweiß ins Auge gelaufen. Mein Gott. Okay, als nächstes müssen die da einfach nur reingelegt werden, wa? Okay. Junge. Was ist das denn hier für eine Scheiße, ey? Oculus, Meta, keiner mehr bei euch zu Hause? Guckt sich hier das keiner mehr an, oder was? Das geht doch gar nicht. Ja, toll. Bei mir dauert hier der Reifenwechsel länger als im richtigen Leben, weißt du? So. Oh, hier muss man auch auf sein Werkzeug aufpassen. Den Akkubohrer habe ich wohl hier verloren. Dann gucken wir mal. Na, wie soll ich sagen? Kein Fan. Ich bin kein Fan davon. Es ist technisch nicht sauber umgesetzt, es sieht aus wie Grütze, aber wenn du ein Auto reparieren möchtest auf deinem Virtual Reality Headset, dann im Moment, nee, Alter, ich hätte fast gesagt alternativlos, dann könnt ihr wenigstens noch Spaß haben, wenn ihr das hier entsprechend, warum geht das denn jetzt hier nicht? Egal. Dann könnt ihr das bei Job Simulator spielen. Da habt ihr auch so einen kleinen Reparaturmodus. Ist natürlich was ganz anderes, das ist hier mehr auf Realismus getrimmt. Aber so richtig krass finde ich es gerade nicht, muss ich sagen. Ist keine absolute Vollkatastrophe, aber hier und da sind einfach ein paar Elemente im Spiel, die frusten. Man muss immer wieder zum Bildschirm laufen. Man hat keine Möglichkeit, hier irgendwie zu sprinten oder so, um schneller voranzukommen. Dieser Bildschirm ist hier viel zu verschwommen, als dass man, wenn man jetzt beispielsweise die Reifen kauft, dass man da gut drauf erkennen kann, was man kaufen muss. Ja, und allgemein ist das vielleicht auch nicht so das Szenario, was mich am meisten anspricht. Aber ja, das ist der Car Mechanic Simulator für 19,99 €, aus meiner Sicht auch viel zu teuer. Dafür kriegen wir schon den Cooking Simulator, der technisch viel ausgereifter ist und besser aussieht und einfach auch aus meiner Sicht besser ist. Ja, jetzt bin ich aber gespannt von euch zu lesen. Schreibt mir eure Meinung zum Car Mechanic Simulator in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen oder geholfen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen oben da. Wollt ihr wissen, was die besten Games auf eurer Quest sind? Dann schaut doch mal hier oben links in die Playlist. Da habe ich ein Community Voting gemacht und in Erfahrung gebracht, was eure Lieblingsgames sind und stelle euch in dem Video die Top 20 der deutschen VR-Community vor. Vielen Dank an meine Patreons, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao Leute!